Geschichten sind immer so vorhersehbar. Das war schon ein bisschen nervig. Er kam einfach rein und... Er hat dir gar nichts geklaut, er ist einfach nur gespawnt. Ach komm. Na Arno, das kann man doch besser. Ein von 20, das werden ja immer mehr. Leute verprügeln sich auf der Stadt, das ist auch sehr schön. Da ist der Brunnen. Aber wir müssen ja erst unser Adlerauge einsetzen. Da ist ja gar nichts Besonderes dran. Ach da, der Brunnen. Komm her, du feiger Bastard! Wieso können wir denn keine Luftattentate machen? Muss man die erst freischalten? Die Luftattentate? Kann das sein? Muss ich mal gucken. Charakter anpassen, Fähigkeiten, das wäre ja dann ja beim Schleichen. Verkleiden, Gemeinschaftssinn. Abrollen, Schlossklackmeister, Luftdoppelattentat. Ach so, ah klar, wir müssen erst lernen, wie man Luftdoppelattentat macht. Luftattentat können wir wahrscheinlich schon. Komm zu mir. Ich gebe dir ungeahnten Reichtum. Ja, klar. Du kannst unsterblich werden. Alles, was du dir wünschst. Komm einfach zu mir. Ja, dort entlang. Was ist das für eine blöde Stimme? Das ist doch bestimmt keine Frau, die jetzt da kommt und uns angreifen will. Komm, komm. Dann findest du endlich Frieden. Ist tatsächlich eine Frau. Ich bin doch ein Idiot. Hack halt schon an. Es ist immer so einfach bei denen. Den Teufel. Noch eine Nachricht. Die Droge sorgt für Halluzinationen, das Opfer ist geschwächt, bla bla bla, kennen wir auch schon. Wieso kommt da zweimal dieselbe Nachricht? Aber es ergibt eigentlich keinen Sinn. Man kann keine Droge entwickeln, die gezielte Halluzinationen hervorruft und der man genau weiß, wo die Leute sind. Das ergibt so eigentlich keinen Sinn. Komm zu mir. Ich gebe dir Olaf mit mir. Komm näher. Ja. Du bekommst alles, was dein Herz begehrt. Dann findest du endlich Frieden. Ah. Frieden, ja. Wo bist du denn? Ah, hier sind sie ja. Die sieht man ja ohne Adlerauge gar nicht. Ach, da sind noch mehr. Kommen die nicht rein, oder was? Sind sie zu... Alles zu blöd. Ich bin ein guter Kerl. Gut im Das war so einfach. 1200 Lire dafür. Das war ja eigentlich schon fast zu einfach. Und war schon ein bisschen langweilig. So, was machen wir denn jetzt? Missionen. Wie viele Lire haben wir denn jetzt? Oder steht denn das? Muss hier irgendwo stehen. Steht hier nirgends. 5.934. Können wir uns davon irgendwas kaufen? Können wir uns davon irgendwas kaufen? Können wir uns davon was kaufen? So.
Ausstattung. Brust, Kopf, Brust. Guck mal, meine Brust. Musketier, Phantom, lalala, verbesserter Mittelalter, Koop-Mission, der Jakobiner-Überfall. Ich mag doch die Mittelalter-Mission so sehr und jetzt darf ich die nicht tragen. Unerhört. Maßgeschneiderter Phantommantel. Ich kann die ganzen Sachen alle gar nicht tragen. Verbesserter Banditenmantel. Nahkampfpanzerung. Mögliche Zeit zum Untertauchen wird verringert. Entdeckungsdauer im Sperrgebiet wird auch verringert und zwar verdammt gut. Verringert. Eines berüchtigten Banditen von Paris. Anders als die meisten seiner Artgenossen starb dieser an Altersschwäche. Aha. Verbesserter Bourguis-Mantel oder Bourguet-Mantel. Oder Bourguet-Mantel, keine Ahnung. Die Schlichtheit dieses Mantels ist ein Zeugnis seiner Qualität. Aha. Ist ja statistisch gesehen genau der gleiche wie hier, oder? Nee, wie der hier. Nee, nicht ganz. Doch. Untertauchendauer, benötigte Zeit zum Untertauchen, haben sie nur anders hingeschrieben. Aber es ist eigentlich der gleiche. Brauchen wir dann natürlich eine neue Rüstung, einen neuen Kopf, wenn wir uns den Mantel holen würden. Oder würden wir uns den hier? Aber wir haben eine höhere Reichweite des Adlerauges, aber das brauchen wir eigentlich auch nicht, oder? Augen verstecken, da stehe ich überhaupt nicht drauf. Reichweite des Adlerauges, Dauer des Adlerauges, hat alles irgendwas mit Adlerauge zu tun, oder? Ich meine, wir könnten unser Geld auch theoretisch, ich glaube, das ist sogar besser, wenn wir unser Geld in das Café stecken. Dann kriegen wir nämlich durch das Café mehr Geld. Dadurch müssen wir natürlich noch länger warten, bis wir weitermachen können bei den Missionen. Also bis wir Stufe 3 sind. Aber wir bekommen das Geld dann auch wieder zurück. So zumindest ist der Plan. Ja. Da, 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 laden, laden. Na ja, wir sind da. So, muss nur kurz was gucken. Jetzt ist der Architekt weg. Ein bisschen Einkommen. Ach nee, da ist er ja. Und wir können das obere Stockwerk renovieren. Was kriegen wir dafür? Verschönerung und eine Café-Theater-Mission. Wir haben bei der Renovierung etwas auf dem Dachboden gefunden. Vielleicht geht ihr nach oben und seht es euch an. Werde ich machen. Wenn ihr die Kisten aus dem Weg räumen werdet. Bonjour, Monsieur. Also auf den Dachboden. Wir können ja im Haus nicht rennen. Also wir können schon, aber ich mach's nicht. Weil es gehört sich einfach nicht. Wo war jetzt der Dachboden? Im Trophäenraum, oder? Kann man da andenken. Hier geht's wieder runter. Ah, es ist ein verwirrendes Haus. Vielleicht muss ich doch klettern. Ah, hier ist eine Leiter. Okay. Das ist der Dachboden. Und hier haben sie irgendwas gefunden. Sagen sie zumindest. Ah, hier hinter. Aber da müssen wir erstmal. Ach so, hier. Hier geht's lang. Was haben sie denn hier gefunden? Was ist das denn?
Dieser Ausschnitt stammt aus einer Zeitung vom 12. Juli 1782. Er ist stark zerknittert, als wäre er einmal zu einer kleinen Kugel zusammengeknüllt worden. Eine Theaterkritik von Mille Le Couvreur, keine Ahnung, gestern Abend hatte ich das Vergnügen, falls man es denn überhaupt tatsächlich ein Vergnügen nennen mag, im Café Theater auf der immer diese französischen Worte, was ist das in letzter Zeit im Gaming-Bereich, also in der Spielindustrie, alles französisch. Im, keine Ahnung, St. Louis, die vermutlich schlechteste Inszenierung von Voltaires Herodes et Marianne, ich kann absolut kein Französisch aussprechen, ich muss es absolut lernen. Ich muss das wirklich lernen. Französisch sprechen, glaube ich. Oder zumindest, wie man Französisch ausspricht. Aller Zeiten zu sehen. Nie wurde der tragische Tod der Königin von Judäa mit derart eleganter Talentlosigkeit dargestellt. Monsieur und Monsieur Dupris Herold besaß den Patius eines Fleischverkäufers, der sich seines Fanges über alle Maßen schämt, und Mademoiselle Arcadius Mariemne war zu nichts in anderem entstande, als wie ein verzogenes Kind zu weinen, indem man eine Süßigkeit vorenthält. Zu den Nebenrollen möchte ich nur sagen, dass der Regisseur lieber eine Horde barbarischer Affen auf die Bühne geschickt hätte. Auf diese Weise wäre das Publikum vielleicht wenigstens ansatzweise unterhalten worden. Was die Bühnenbilder und Kostüme angeht, die schließlich die antike Welt von Jerusalem zu Leben erwecken sollten, schien sich die Vorstellungskraft des Regisseurs auf schiefe Pappmaché-Tempel und erstaunlich schlicht gemachte falsche Bärte zu beschränken. Zugegeben, das Theater soll die eigene Fantasie entfachen, aber diese billige und minderwertige Inszenierung gleicht kleinen Kindern, die mit Stöcken in der Hand vorgeben, Musketiere der Garde zu sein. Kurz gesagt, ich habe diese Aufführung gehasst. Ich habe sie gehasst, gehasst und nochmals gehasst. Wenn ihr, geneigter Leser, auch nur den geringsten Respekt vor Monsieur Arouds Arbeit habt, dann rate ich euch, einen großen Bogen um diese Aufführung zu machen. Tango von Thomas de Carnelian, 12. Oktober 1307. Das habe ich doch schon mal gelesen. Genau, das war der Guillotine-Typ. Das war ja interessant. Das haben sie hier also entdeckt. Das ist ja höchst interessant. Das ist ja, also, wow, ich bin beeindruckt. Und sonst haben sie hier nichts, nur so einen blöden. So ein blödes Zimmer mit irgendwelchen blöden Zeitungsartikeln. Das ist ja toll. Und da habe ich mir den Weg in die Mühe gemacht, hier hochzugehen. Ja, genau. Das Vermächtnis. Eine mysteriöse Holzgliederpuppe, die auf eine Montür aus dem Mittelalter wartet. Womöglich hat sie irgendwas mit Nostradamus zu tun. Enthüllen Sie das Geheimnis dieser Montur und erhöhen Sie das Geheimnis dieser Montur. Was müssen wir da dafür machen? Alle Einzelspielersequenzen abschließen. Spielen Sie Einzelspielermissionen, um diese Montur freizuschalten. Finden Sie Thomas de Carnelons Rüstung in der Rüstkammer. Diese blöden Nostradamus-Rätsel, die sind auch nervig, oder? Und sonst gibt's hier nichts. Einfach nur Deko alles. Okay, alles nur Deko. Wir können hier gar nicht klettern. Das war ja sinnlos. Oh, die kann man dir andenken. Ist irgendwie toll. Das ist hier. Einzelspieler andenken. Aha. Gut, machen wir mal eine Mission weiter. Was ist denn hier so? Was haben wir denn? Das ist Schwierigkeitsstufe 3, Schwierigkeitsgrad Stufe 3. Nostradamus Rätsel Merkur. Dieses Rätsel lösen, um Fragmente der Nostradamus Scheibe zu erhalten. Vielleicht schaffen wir es ja sogar. Versuch ist es wert. Aber wie kommen wir denn da hin? Die ist ja unter uns. Ja,
Il n'a plus toute sa tête. Hier, Bruder. Ich würde mal sagen, die ist hier irgendwo in der Kanalisation. Ah, hier unten. Was ist das denn? Imposant, oder? Was ist das? Ein Erbstück der Bruderschaft. Diese Rüstung gehörte einst Thomas de Carnion. Ich habe ach so, wird er ausgesprochen. Wer das ist. Er leitete die Ergreifung von Jacques de Molay, brach die Macht der Templer in Europa für mehr als ein Jahrhundert. Es ist Tradition, dass ein Assassine, der Frankreich und der Bruderschaft große Dienste geleistet hat, zum Dank seiner Rüstung erhält. Das Gewölbesegel ist seit 200 Jahren verschollen. Seitdem blieb es verschlossen. Ich kann verstehen, warum ihr keinen Schlosser gerufen habt. Erzählt mir von dem Siegel. Es bestand aus drei Ringen, einer für jede der Türen. Das Siegel wurde zerstört, bevor es verschwand. Ohne Zweifel befinden sich die Fragmente in Paris. Doch es gibt nur vage Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Und falls jemand all diese Schlüssel findet, wäre das ein ausreichend großer Dienst für die Bruderschaft und Frankreich? Das könnte man wohl so sagen. Aha. Verbrauchte Sync-Punkte verfügbar. Ja, zwei. Aha. Thomas de Carnion oder so ähnlich. Ein ungewöhnliches Gerät, das in Verbindung mit drei Türen zu stehen scheint. Lösen Sie Nostradamus Rätsel, um es wiederherzustellen. Das erste Rätsel befindet sich gleich hinter Ihnen. Also beeindruckend sieht die Rüstung jetzt nicht aus. Sieht aus wie Altairs Rüstung, bloß in schwarz. Also, das ist Altairs Rüstung, bloß in schwarz. Das ist total faul. Das ist einfach nur eine andere Textur draufgehauen. Also, was haben wir hier? Es läuft bereits eine Mission. Möchten Sie Ihre aktive Mission durch diese... Was läuft denn bitte für eine Mission? Ja. Anno 1561. Immer wieder erliege ich Visionen von obskuren Gesetzen oder sonderbaren Schriftzeichen, deren Bedeutung mein Verständnis übersteigt. Diese Visionen sind von solcher Urgewalt, dass ich in eine Trance gerate, wenn sie mich überkommen. In ihnen sah ich eine schwere Scheibe, die in viele Teile zerbrach, dass die wiederum über ein Paris verstreut wurden, das so anders war, dass ich es kaum erkannte. Jedes Fragment der Scheibe ging mit einem Vierzeiler von unbekannter Bedeutung einher und jedem von ihnen war ein Symbol zugewiesen. Nach dem Erwachen schrieb ich die Worte und Symbole, die zu jedem gehörten, hier auf. Es wird jemand Gelehrterem als mir obliegen, ihre Bedeutung zu ergründen und jeden Schatz zu bergen, den sie hüten. Nostradamus. Aha, das, hier ist also ein Rätsel in der Nähe. Wo denn? Ach, da hinten. Wer ist denn Nostradamus? Okay. Irgend so ein Typ eben. Ich habe keinen Bock, die Scheiße zu lesen. Bericht zur Ausbildung des Novizen Charles Dorian. Ja, unser Vater. Der Bericht ist in einer sehr plumpen und groben Handschrift verfasst, als wäre der Schreiber nicht sehr geübt. Hier ist euer gottverdammter Fortschrittsbericht. Novize Dorian macht Fortschritte. Wow. Das war ja ein unglaublicher Fortschrittsbericht, das ist er ja. Erstes Rätsel. Warum? Gib mir die Kacke. Die Herren des Hauses urteilt über kommende und gehende von ihnen. Was? Die Herren des Hauses urteilt über kommende und gehende von ihrem gepolsterten Thron oben an der Treppe. Herren des Hauses urteilt über kommende und gehende von ihrem gepolsterten Thron oben an der Treppe. Wir gehen die Treppe hoch. Wahrscheinlich hier irgendwo, ne?
oben an der Treppe, hat er gesagt. Oder steht da? Wahrscheinlich über uns. Das ist ja die Treppe. Ach, da. Nee. Ach, da. Ah. Okay. Nächstes Rätsel. Was ist das? Komm schon. Demütige Sünder, die wir alle strömen in den übergekuppelten Himmel. Launischer Richtungsweiser deuten hinaus, wo eine gleichgültige Stadt winkt. Launische Richtungsweiser deuten hinaus. Deuten hinaus, wo eine launische Stadt winkt.